In diesem Video möchte ich aufzeigen, wie wir in CADOC diesen Autounterstand konstruieren. Im Explorer habe ich einen Ordner erstellt mit dem Namen Autounterstand. Darin öffne ich nun unter Rechtsklick Neu CADOC 3D eine neue 3D-Zeichnung. Ich wähle in CADOC Start die Init CH Holzbau aus und definiere unten den Namen dieser Datei und bestätige mit OK. Im Projektdatenfenster kann ich nun die Daten zum Projekt ausfüllen. Und diesen mit OK bestätigen. Nun können wir direkt beginnen. Wir möchten als erstes die Betonplatte einfügen. Ich nutze dazu Hinzufügen, Hilfsvolumen. Werde nach einer Farbe gefragt, ich wähle Grau, ich wähle neuer Name, definiere Betonplatte, bestätige mit Enter, als Ausgabeart wähle ich Platte 1, weiter, werde unten nach einer Dicke gefragt, definiere 200 mm und kann nun den Startpunkt der Kontur bestimmen. Ich klicke auf das Symbol in der Mitte, wähle dann X für X-Richtung, 8000 mm. In Y 5000 mm. In X minus 8000 mm. In Y den Startpunkt wählen und dann mit Rechtsklick bestätigen. Ich wähle nochmal Rechtsklick, damit ich wieder auf die Startoberfläche gelange. Wenn ich die Betonplatte aktiviere, sehe ich unter Modifizieren das Material Beton. In CADOC bestimmen wir immer die Farben und anhand der Farbe wird das Material vergeben. Diese Verknüpfung finde ich unter Material, Materialfarbe. Hier kann ich diese Definitionen für die unterschiedlichen Elemente wie Stäbe, Platten oder eben Hilfsvolumen machen. Unter Grau sehe ich, dass das Material Beton definiert ist. Ich kann mir diese Liste anzeigen lassen und auch ausdrucken, damit ich eine Übersicht über diese Materialfarbzuweisung erhalte. Das Material kann ich natürlich jederzeit bei Bedarf unter Modifizieren ändern. Wir möchten nun im zweiten Schritt den Betonsockel zeichnen. Dazu wähle ich links 2D-Ebene. Kann nun mit der Maus auf die gewünschte Fläche fahren. Wir möchten den Sockel auf dieser Ebene einfügen und mit links bestätigen. Nun fügen wir die Hilfslinien mit den richtigen Abständen hinzu. Ich wähle dazu Hilfslinien. Ich wähle die Funktion Fortlaufende Hilfslinien, setze den Startpunkt rechts von der linken Betonkante und kann nun sämtliche Werte der Reihenfolge nach eingeben. Das gleiche mache ich für die horizontalen Linien. Danach wähle ich oben als erstes unter HVA, dass die Elemente nach vorne, sprich von der Ebene in meine Richtung gezeichnet werden sollen. Nun wähle ich erneut Hinzufügen, Hilfsvolumen, wähle wiederum Grau, der Name Sockel. Hier kann ich wieder Platte 1 wählen, bestätige mit Weiter. Die Dicke des Sockels beträgt 300 mm und beginne bei Punkt 4 und zeichne so den Sockel in seiner Kontur aus. Mit Rechtsklick gelange ich zurück ins Startmenü und mit dem Knopf 3D zurück in die 3D-Ansicht. Als nächstes fügen wir die Pfette im Schnitt ein. Ich wähle dazu wieder die 2D-Ebene.
Setze den Cursor auf diese Stirnkante ab und bestätige mit links. Ich setze wiederum die Hilfslinien. Danach wähle ich Hinzufügen, Stab rechteckig. Vom Stab sehe ich in diesem Schnitt den Querschnitt. Die Breite wähle ich mit 120, die Höhe mit 200 mm. Ich möchte den Stab in der Farbe Grün einfügen. Beim Namen vergebe ich Pfette und möchte diese nun nach hinten einzeichnen. Finde unten H für Element nach hinten und sehe auch oben wird gleich umgeschaltet, dass die Elemente nach hinten gezeichnet werden. Ich wähle den ersten Punkt der Pfette. Als Länge bestätige ich 8 Meter und kann nun mit dem Mausrad drehen, bis die Pfette am richtigen Ort liegt. Mit einem Rechtsklick verlasse ich das Menü. Nun fügen wir die Dachneigung über eine Hilfslinie hinzu. Ich wähle Hilfslinien, die Funktion geneigte Linie, definiere den Wert 30 Grad und klicke auf das linke obere Fettenecke. Danach wähle ich parallele Distanz, trage hier die halbe Fettenbreite auf die linke Seite der Zentrumslinie ab. Danach aktiviere ich die Pfette oben mit einem Linksklick, wähle 6 für Kopieren und kopiere die Pfette als Firstpfette auf den oberen Punkt. Das Element wird nach dem Kopieren gleich aktiv. Ich wähle direkt Modifizieren, Name, Firstpfette. Bevor ich nun den Sparren einfügen kann, muss ich Oberkant Sparren als Hilfslinie setzen. Ich wähle Hilfslinien, parallele Hilfslinie, 120 mm. Nach oben, mit Rechtsklick gelange ich zurück und wähle nun Hinzufügen, Stab rechteckig. Den Sparren sehe ich als Ansicht. Als Breite wähle ich 60, als Höhe 140 mm. Farbe Grün. Namen Sparren. Habe nun die Möglichkeit, mit G gleich einen Vertikalabschnitt zu erzeugen. Ich wähle den ersten Punkt, wähle erneut G, zweiten Punkt und mit dem Mausrad den Sparren an die richtige Position scrollen. Danach Rechtsklick bis auf die Startoberfläche. Ich aktiviere nun den Sparren und wähle unter Schneiden. Das aktive Element ist weich. Wähle mit der linken Maustaste die Firstpfette und die Schwelle und bestätige danach mit Rechtsklick die harten Elemente. So wird dem Sparren gleich die Kerbe ausgeschnitten. Danach fügen wir den Pfosten ein. Unter Hinzufügen, Stab quadratisch. Ich sehe den Pfosten in der Ansicht. Wähle 120 mm. Farbe Grün, Name Pfosten. Wähle den Startpunkt und den Endpunkt. Scrolle mit der Maus, bis der Pfosten an der richtigen Lage sitzt und bestätige mit rechts. Dem Pfosten möchten wir nun einen Zapfen einfügen. Ich aktiviere den Pfosten. Wähle Modifizieren, Endtyp, wähle hier den Zapfen Z40 aus, bestätige mit OK und fahre mit dem Lasso über das Ende, bei welchem ich einen Zapfen erzeugen möchte. Als nächstes fügen wir den Einbinder hinzu. Ich mache das nun nicht mehr übers Menü, sondern wähle L für Stab, L für rechteckig. Ich wähle hier
Ansicht 120 mal 200 mm. Grün. Name Einbinder. Start und Endpunkt. Und scrolle mit der Maus wieder ans richtige Ort. Als nächstes fügen wir den Bug hinzu. Wähle dazu die Taste E für parallele Distanz 800 mm und trage die zwei Abstände ab. Danach wähle ich L für Stab, S für quadratisch. Ich wähle wiederum Ansicht. Den Querschnitt bestätige ich mit 120 mm. Farbe Grün. Name Bug. Als Ausgabeart wähle ich Stil aus, wähle weiter und füge den Bug über zwei Punkte ein. Mit der Maus scrolle ich an die richtige Position. Ich aktiviere nun den Bug, wähle Schneiden, versetze. Ich möchte gern zwei Stirnversätze einfügen. Ich werde unten nach den anschließenden Elementen gefragt. Ich wähle mit links den Einbinder und den Pfosten aus. Bestätige danach mit rechts. Ich wähle W für winkelhalbierend. Die Tiefe soll 20 mm betragen. Ich möchte keine Abstirnung. Bestätige mit rechts. Das Programm fragt mich nun, soll ein Endtyp eingefügt werden? Wir möchten hier keinen Zapfen, wir wählen N für Nein. Ebenfalls beim Bolzen bestätigen wir mit N für ohne Bolzen. Ich aktiviere zuerst mit links den Sparren, dann kann ich mit der rechten Maustaste die Pfette, den Einbinder, Bug und Pfosten ebenfalls aktivieren. Wähle Kopieren, Spiegeln, Horizontal. Definiere einen Punkt der Spiegelachse, hier den Firstpunkt, und erhalte die zweite Hälfte des Binders. Ich aktiviere mit links einen Binder, mit rechts den zweiten dazu und wähle danach Schneiden, Schweißen. Bestätige mit Ja, sodass diese zwei Elemente zu einem verbunden werden. Ich aktiviere nun einen Pfosten, wähle 8 für Duplizieren und füge den Firstpfosten hinzu. Mit dem Mausrad wieder richtig positionieren und einen Rechtsklick. Beim Firstpfosten möchten wir zwei Zapfen. Ich aktiviere den Pfosten, wähle Modifizieren, Endtyp, bestätige mit OK und definiere mit dem Lasso beide Enden, sodass ich auf beiden Enden des Pfostens einen Zapfen erhalte. Nun kehren wir zurück ins 3D und schauen uns den Binder im 3D an. Als nächstes fügen wir bei dem Bug ein Verbindungsmittel ein. Ich zoome etwas näher und wähle auf der linken Seite Shading 2, sodass die Elemente transparent dargestellt werden. Ich wähle nun zweite Ebene, Ebene rechtwinklig zu X durch den Punkt. Wähle hier den Achspunkt des Buges, das ist sogleich die Mitte dieses Bauteils. Auf der linken Seite kann ich mit diesem grünen Knopf die Schnittflächen der inaktiven Bauteile anzeigen lassen und sehe so wieder den kompletten Binder. Wir fügen nun die Hilfslinien ein, welche wir benötigen, um die Schraube zu setzen. Ich wähle zuerst mit Q eine rechtwinklige durch diesen Punkt, rechtwinklig zu dieser Linie. Danach eine Parallele mit 100 mm von dieser Linie und 200 mm von dieser Linie. Dies ist dann sogleich die Länge der Schraube. Danach finden wir unter Hinzufügen Achse, das Objekt VBA, zwei Punkte. Als Farbe wählen wir Blau, als Namen Schlüsselschraube. Wir wählen keine Ausgabeart, weiter und setzen die Schraube von Punkt 1 zu Punkt 2.
Es öffnet sich nun das VBA-Fenster, in diesem kann ich diese Schraube nun definieren. Ich wähle oben den Bolzen aus, unter der Rubrik Schlüsselschraube die Schlüsselschraube 12 mm ohne Vorbohren. Ich klicke dann auf die oberste Linie und kann hier eine Unterlegscheibe einfügen. Wir wählen hier die Unterlegscheibe 1345. Ich ziehe diese per Drag and Drop ins Fenster, kann auf der rechten Seite die Tiefe der Versenkung bestimmen. Wir wählen 15 mm und bestätigen mit OK. Ich schließe das Fenster mit OK. Nun spiegeln wir die Schraube ans obere Ende. Ich wähle wiederum Hilfslinien, rechtwinklig, wähle nun die Taste M für Mittelpunkt, in der Mitte von hier nach hier, rechtwinklig zu dieser Kante. Die VBA ist noch aktiv, ich wähle nun 6 für Kopieren, S für Spiegeln und klicke auf die Spiegelachse. Wir kehren nun zurück ins 3D-Modell und sehen die beiden Schrauben. Ich aktiviere diese zwei Schrauben, wähle nun Kopieren, Referenz. Ich werde nach einem Referenzelement gefragt. Ich wähle den Bug aus, bestätige mit der Rechtsklick und das Zielelement ist der andere Bug. Ich aktiviere diesen mit links und bestätige mit der rechts. So werden die Schrauben mit der gleichen Lage auf den zweiten Bug kopiert. Nun fügen wir den Balkenträger und den Stützenfuß ein. Ich wähle Hinzufügen, Katalog, Standardordner, Hersteller, Lieferanten. Im Ordner Simpson Strong Tie finde ich den Balkenträger mit der Breite 120 mm. Wir wollen hier einen Balkenträger 200. Diesen habe ich nun am Cursor und kann diesen direkt auf den Achspunkt des Einbinders setzen. Ich wähle zweimal R für Rotieren um Z und setze den zweiten Träger auf den anderen Achspunkt des Einbinders. Ich kann oben mit einem Linksklick einen Ordner zurück, nochmals einen, finde hier gleich die Stützenfüße. Ich möchte einen Stützenfuß IS einfügen, Breite 120 mm, wähle den normalen IS aus und setze diesen auf den unteren Achspunkt der beiden Pfosten. Die Pfosten sind unten noch zu lang. Ich aktiviere den ersten Pfosten oben mit links, dann den zweiten mit Rechtsklick, wähle Schneiden, Abschneiden, rechtwinklig zur Z-Ebene. Finde nun unten O für Offset. Ich wähle O 5 mm und wähle als Punkt Unterkant Stützenfußplatte. Bestätige hier mit Ja. So wird nun der Pfosten 5 mm unterhalb dieser Platte geschnitten. Nun möchten wir noch diese violetten Schneidekörper ins Holz einschneiden. Dazu wählen wir Aktivieren Attribut, Element nach Attribut, nach Name. Wir möchten hier das Negativ des Balkenträger und des Stützenfußes aktivieren. Das sind diese violetten Körper. Wählen dann Schneiden, Wegnehmen, aktive Elemente sind hart. Wählen nun mit links beide Pfosten und den Einbinder aus und bestätigen mit rechts. Die Abfrage wegen der Schnittigkeit bestätige ich wieder mit Ja. Diese sechs Elemente sind immer noch aktiv.
Diese können nun mit Delete gleich gelöscht werden. Nun sehen wir, dass die Balkenträger mit der notwendigen Luft eingeschnitten wurden. Mit dem Lasso aktivieren wir nun den ganzen Binder, wählen Verschieben in X-Achse um einen Wert von minus 500 mm. Danach wählen wir Kopieren in X-Richtung um einen Wert von minus 2500. Und gleich nochmal in X-Richtung um einen Wert von minus 4390 mm. Die Sparren des zweiten Binders werden gelöscht. Ebenfalls die zwei Pfosten, die Binder, Verbindungsmittel und Stützenfüße des dritten Einbinders. Die Sparren des dritten Einbinders müssen noch nach außen geschoben werden. Ich aktiviere an der linken Kante. Mit rechts aktiviere ich den zweiten Sparren, wähle nun 5 für Verschieben, X für X-Richtung und definiere den Punkt Außerkant Einbinder. Die Sparren lassen wir gleich aktiv. Nun wählen wir Kopieren, Teilen, wählen den linken Punkt des ersten Sparrenpaars aus, werde unten nach der Anzahl Unterteilungen gefragt, wähle 11, erhalte den Vorschlag 630 mm, bestätige mit Enter diese Unterteilung. Auf dem Endpunkt möchten wir keinen Sparren erzeugen, dort hat es bereits einen, bestätige mit Enter und erhalte so die ganze Sparreneinteilung. Nun kopieren wir noch die Wandsparren als Flugsparren. Ich aktiviere außen, aktiviere den zweiten hinzu, wähle 6 für Kopieren in X-Richtung bis Außerkant Fette. Dasselbe mache ich auf der rechten Seite. Außen aktivieren, dazu aktivieren, 6 für Kopieren in X-Richtung bis Außerkant Fette. Bei den Sparren müssen wir noch den Senkelbleischnitt ausführen. Ich aktiviere dazu einen Sparren, wähle dann Ctrl und gleichzeitig die Taste A und sehe nun unten eine Auswahl möglicher Attribute. Ich wähle N für Name. Nun werden alle mit dem gleichen Namen dazu aktiviert. Ich wähle C für Schneiden. Z für rechtwinklig zur Z-Ebene, wähle O für Offset, 120 mm und wähle einen Traufpunkt. So werden nun die Sparren 120 mm unterhalb des Traufpunkts im Blei geschnitten. Ich aktiviere nun die Fetten und die Firstfette, wähle Unterschneiden, Sparren Fettenkopf, Mehrfachabschnitt, ich wähle Neu, definiere den Namen Fette, wähle Zwei Schnitte, wähle hier den ersten Schnitt 135 Grad, 60 mm und den zweiten Schnitt mit 70 Grad. So möchte ich die Fettenköpfe ausbilden, wähle dann OK und muss mit dem Lasso noch bestimmen, welche Enden möchte ich mit diesem Fettenkopf bestücken. Ich ziehe das Lasso komplett über alle Fetten und erhalte so eine Vorschau. Mit rechts bestätige ich diese und sehe nun den eingeschnittenen Fettenkopf. Nun möchten wir die Wände erstellen. Dafür
wechsle ich wieder in eine zweite Ebene. Oberkant des Sockels. Da die Schwellen 10 mm über den Sockel herausragen, wähle ich mit der parallelen Distanz eine 10 mm Hilfslinie und setze diese außen am Sockel. Wähle nun L für Stab, 120 x 120 mm, Farbe Grün, Name Schwelle. Ich sehe nun oben, dass nach hinten eingefügt wird. Ich wähle V nach vorne. Es wechselt und ich kann nun die erste Schwelle einfügen, mit dem Mausrad positionieren, Rechtsklick, die zweite Schwelle einfügen, positionieren, Rechtsklick und die dritte Schwelle. Die äußeren drei Wände führen wir in Riegelbauweise aus, die innere Wand als Holzrahmenbau. Daher wähle ich wieder L, diesmal 60 x 120, grün, ebenfalls Schwelle. Diese fügen wir zwischen die zwei großen Schwellen ein, mit dem Mausrad richtig positionieren und mit Rechtsklick abschließen. Wir wechseln dann zurück ins 3D. Nun möchten wir die großen Schwellen überplatten. Ich aktiviere zwei, wähle dann Schneiden, Überplattungen, Überplattung. Die Einschnitttiefe wähle ich 60 mm. Ich möchte ohne Zugabemaß in Breite und Tiefe verfahren. Ebenfalls keinen Rückschnitt. Und Bolzen möchten wir in dieser Situation auch keine einfügen. Mit R kann ich die Lage noch ändern. Das passt so. Bestätige mit rechts. Mache dasselbe für die anderen zwei. Ich wähle wieder Schneiden, Überplattung. Bestätige die Werte. Und mit R rotiere ich noch die Ausführung und bestätige mit Rechtsklick. Danach zeichnen wir die erste Außenwand ein. Ich wähle zweite Ebene außen auf diese Schwelle. Ich möchte zuerst die Eckpfosten zeichnen. Ich wähle dazu L für Stab, 120 x 120 mm, Farbe Grün, Name Pfosten. Ich wähle nun wieder H. Ich möchte das Element nach hinten einzeichnen. Füge den ersten Pfosten auf der rechten Seite ein, mit dem Mausrad an die richtige Position verfahren, Rechtsklick, dann auf der anderen Seite dasselbe. Damit wir die Streben einsetzen können, wähle ich wieder eine Hilfslinie, parallel 250 mm. Ich klicke rechts vom Pfosten und links vom Pfosten. Danach wieder L für Stab, 120 x 120, grün, Name Strebe. Füge diese ein. Dann setze ich eine Hilfslinie in X-Richtung in der Mitte, wo sich die Streben kreuzen. Und mit L füge ich einen weiteren Stab mit der Dimension 60 x 120, grün, Name Riegel. Dieser wurde nun stehend eingefügt. Mit O kann ich diesen um 90 Grad drehen und mit dem Mausrad an die richtige Position rücken. Mit rechts verlasse ich das Menü. Kehre zurück ins 3D. Nun aktiviere ich zuerst die Streben, damit wir dort die Versätze einfügen können. Dafür wähle ich V für Verbindungen, S für Stirnversatz. Dann aktiviere ich mit links den Einbinder und die Schwelle, bestätige mit rechts. Ich möchte winkelhalbierend 30 mm tief ohne Abstirnung. Bestätige mit rechts
In diesem Beispiel möchte ich einen Zapfen einfügen. Ich wähle Ja beim Endtyp, Z40, OK, Bolzen möchten wir keine, Nein und führe so die Versätze aus. Als nächstes lösen wir die Überblattung in der Mitte der Streben. Ich aktiviere die zwei Streben, wähle V für Verbindung, K für Kreuzüberblattung, bestätige die Abfrage nach Einschnitttiefe und Zugabemaße. Mit R kann ich wiederum die Ausrichtung wechseln und bestätige am Schluss mit rechts. Danach aktiviere ich den Riegel, wähle C für Schneiden, W für Wegnehmen, hart-weich und wähle H für harte Elemente, wähle die zwei Streben aus und bestätige mit Rechtsklick. Ich aktiviere nun die Pfosten dazu, damit wir hier noch die Endtypen einfügen können. Ich wähle Modifizieren, Endtyp, Zapfen 40 und mit dem Lasso über alle Bauteilenden werden diese Zapfen gesetzt. Dies sehe ich besser im transparenten Modus. Nun rotieren wir das Gebäude. Ich aktiviere die komplette Außenwand, die Eckpfosten, Streben plus Riegel, wähle 6 für Kopieren, S für Spiegeln, Y für rechtwinklig zu Y, wähle M für Mittelpunkt und definiere die zwei Außenpunkte des Schwellenkranzes und erhalte so die Wand auch auf der linken Seite. Beim Einbinder über dieser Wand haben wir noch die zwei Ausschnitte des Versatzes. Ich aktiviere den Balken, wähle unter Schneiden, Optionen, Bearbeitungen löschen. Nun kann ich diese zwei Bearbeitungen mit links wählen und mit rechts bestätigen. So werden diese zwei Ausplattungen rückgängig gemacht. Wir möchten nun noch die Längswand erstellen. Ich gehe wieder in eine zweite Ebene, außerkant dieser Schwelle. Ich setze nun die Hilfslinien, und zwar in der Mitte des Gebäudes. Danach trage ich die Abstände ab. Auf die rechte Seite zuerst 400 mm, dann 120, 250 mm und von der rechten Seite ebenfalls 250 mm. Danach aktiviere ich einen Pfosten, wähle dann 8 für Duplizieren von Punkt 1 zu Punkt 2, mit dem Mausrad positionieren, mit rechts bestätigen. Danach fügen wir die Strebe ein mit L für Stab, 120 mal 120, Farbe Grün, Name Strebe. Danach aktiviere ich die Strebe und den Pfosten, wähle 6 für Kopieren, S für Spiegeln, X für Horizontal und bestimme einen Punkt auf der Spiegelachse. Danach aktiviere ich die zwei Streben, wähle V für Verbindungen, S für Stirnversatz, wähle Schwelle und Einbinder aus, bestätige mit rechts und bestätige ebenfalls wieder die Werte für diesen Versatz. Wir möchten hier wieder Endtypen einfügen. Einen Zapfen 40 soll es sein und ohne Bolzen ausführen. Nun möchten wir noch den Riegelzug einfügen. Ich wähle L für Stab, 60, 120, Grün, Name Riegel. Nun wähle ich M für Mittelpunkt von hier in X-Richtung bis zum zweiten Pfosten. Mit O kann ich wiederum den Stab drehen und mit rechts bestätigen. Ich füge diesem Riegelzug Zapfen hinzu. Ich wähle Modifizieren, Endtyp, Zapfen 40.
Mit dem Lasso über alles kann ich diesen einfügen. Nun aktiviere ich den Riegel rechts und wähle C für Schneiden, D für Durchschneiden. Klicke auf die erste Kante, dann C für Schneiden, dann wieder C, D für Durchschneiden, C für Schneiden, C, D Durchschneiden, C Schneiden und das letzte Mal C, D Durchschneiden, C Schneiden. Wir aktivieren nun den mittleren Riegel. Mit 5 verschieben wir den in Y-Richtung minus 400. Modifizieren diesen Name Brüstungsriegel. Danach mit 6 kopieren in Y um 860 mm. Rechtsklick, schließt die Funktion ab. Der Riegel ist aktiv. Ich wähle Modifizieren, Name, Sturzriegel und kehre danach zurück ins 3D. Ich sehe nun, dass zum Teil die Zapfen noch nicht richtig ausgerichtet sind. Ich wähle oben Extra, Zapfenausrichtung nachführen. So werden nun alle Zapfen richtig ausgerichtet. Im nächsten Schritt fügen wir die Holzrahmenbauwand ein. Dazu aktiviere ich die Schwelle. Wichtig dabei ist, auf diese Facette zu klicken, nicht auf die Kante, sondern in die Fläche. Danach aktiviere ich den Sockel dazu mit rechts und kann nun mit Drücken des Punktes und Bestätigen mit rechts direkt eine 2D-Ebene in dieser Facette erstellen. Also anstelle oben 2D-Ebene kann ich mit Punkt diese Ebene auf eine aktive Facette bestimmen. Ich aktiviere die Schwelle, mit 6 kopiere ich diese in Y nach Oberkant Einbinder. Mit 1 kann ich diese modifizieren, Name Einbinder. Danach wähle ich L für Stab, 60x120, Farbe Grün, Name Pfosten. Von hier nach hier. Diesen kann ich mit O wieder drehen und mit dem Mausrad richtig positionieren. Als nächstes fügen wir die USB-Platte ein. Ich wähle Hinzufügen, Platte, rechteckig in der Ansicht 15 mm dick, 1250 mm breit, Farbe Orange. Name Beplankung. Ich wähle nun vor dem Einfügen V, Element nach vorne. Wähle den Punkt oben links in Y-Richtung minus 2150 mm und mit dem Mausrad die Platte positionieren. Ich aktiviere die Platte, wähle dann 6 für Kopieren, gebe nun die 3 ein, das ist automatisch die Anzahl. Wähle in X-Richtung bis zu diesem Punkt und kopiere gleich 3 Platten in X-Richtung. Ich aktiviere die Platte rechts, wähle C für Schneiden, klicke auf die rechte Kante. Nun bleibt das Bauteil mit dem aktiven Punkt erhalten. Mit der Tabulator-Taste auf der Tastatur kann ich diese wechseln, sodass der andere Teil bestehen bleibt. Ich aktiviere nun den Pfosten links außen am rechten unteren Eck, wähle danach 6 für Kopieren in X-Richtung bis zu diesem Punkt vom Sockel. Danach wähle ich 6 für Kopieren in X-Richtung 1060 mm. Somit habe ich beide Türpfosten gesetzt. Für den Türsturz setzen wir eine Hilfslinie. Ich wähle E für parallele Hilfslinie, 2 Meter von der Betonplatte. Ich aktiviere einen Pfosten, wähle 8 für Duplizieren, wähle wieder H für Element nach hinten, von hier nach hier mit
Dem Mausrad positioniere ich den Riegel, mit Rechtsklick bestätigen, wähle danach 1 für Modifizieren, Name und wähle auch hier den Namen Sturzriegel aus. Nun verteilen wir die restlichen Pfosten. Ich aktiviere den Pfosten oben in der Mitte, wähle dann 6 für Kopieren in X-Richtung und setze die Pfosten jeweils am Plattenende und in der Plattenmitte ab. Ich betätige jeweils X in X-Richtung, damit der Pfosten horizontal kopiert wird. Ich aktiviere den letzten oben rechts, 6 für Kopieren und setze diesen an das Wandende. Ich aktiviere nun den Pfosten über der Türe, wähle C für Schneiden und kürze diesen bis zum Sturzriegel. Ich aktiviere den ersten Pfosten, wähle nun wieder Ctrl und gleichzeitig die Taste A, kann danach mit L nach Länge aktivieren. Mit rechts aktiviere ich den Sturzriegel und den kleinen Pfosten dazu, wähle dann Modifizieren, Endtyp. Wir möchten nun keinen Zapfen, sondern eine Verlängerung um 8 mm. Ich ziehe nun wie bei den Zapfen das Lasso über alle Bauteilenden, welche mit der Verlängerung bestückt werden sollen und sehe im Resultat die Verlängerung. Nun schneiden wir noch das Türloch aus. Ich aktiviere die erste USB-Platte. Mit Rechtsklick aktiviere ich die zweite dazu. Wähle C für Schneiden, C für Kontur, R für Rechteck und wähle oben rechts und unten links die Diagonale des Ausschnitts. Danach wechseln wir wieder ins 3D. Wir müssen nun die Fetten noch ausschneiden. Dies möchte ich gerne mit einem Übermaß machen. Ich aktiviere beide Fetten. Ich wähle dann Schneiden, Wegnehmen mit Übermaß. Wähle die äußeren zwei USB-Platten. Bestätige mit Rechtsklick. Ich benenne das neue Schneideset. Definiere da den Namen Fette. Ich möchte nun rundherum 2 mm Zumaß schneiden. Wichtig hier den Haken bei weiche Elemente schneiden setzen und wähle danach OK. Wenn wir nun näher zoomen, sehe ich, dass da die USB-Platte mit Rückschnitt verschnitten wurde. Wir haben den Autounterstand soweit nun fertig gezeichnet. Im nächsten Schritt prüfen wir nun unsere Konstruktion auf Kollisionen. Dazu aktiviere ich alle Bauteile, wähle extra Kollisionskontrolle. Es öffnet sich ein Fenster. Ich wähle unten links, dass der Dialog geöffnet bleiben soll. Ich setze alle Haken, also Zoom auf kollidierende Bauteile, alle Bauteile ohne Kollision ausblenden. Ich möchte nur die Schnittmenge sehen. Nun aktiviere ich die erste Kollision und sehe gleich, es handelt sich hier um die kopierte Strebe. Da wurde der Versatz noch nicht eingeschnitten. Die Kollisionsmasse ist nun aktiv. Ich kann gleich C für Schneiden hart weich wählen und mit links das weiche Element, mit rechts bestätigen. So habe ich diese Kollision behoben. Ich wähle die nächste, wähle wiederum C, du bist das weiche Teil, mit rechts bestätigen. Wieder mit C, weiches Element wählen, rechts bestätigen. Die vierte Kollision, C, weiches Element mit rechts bestätigen. Die anderen vier Kollisionen ist die Kollision zwischen Stützenfuß und Betonplatte. Auch diese können wir beheben, wenn wir möchten. Ich aktiviere die erste Kollision. Mit Shift kann ich alle Kollisionskörper aktivieren. Wähle dann C für Schneiden, weiches Element bestätigen. Ich aktiviere nochmal alles, wähle Berechnung und erhalte dann die Meldung, dass keine Kollisionen mehr gefunden werden konnten.
Nun möchten wir unseren Autounterstand noch etwas strukturieren. Wir möchten noch die Attribute Baugruppe und Bauuntergruppe benutzen. Die Baugruppe ist meistens ein Stockwerk, die Bauuntergruppe meistens eine einzelne Wand oder eine einzelne Bauteilgruppe. Ich aktiviere einen Sparren, wähle dann Ctrl A N, also aktivieren nach Name. Mit Rechtsklick aktiviere ich auch noch die Firstpfosten und die Firstfette, wähle dann unter Modifizieren Baugruppe, die Baugruppe Dach und blende die Konstruktion mit der Sterntaste aus. Danach aktiviere ich alle anderen Bauteile und wähle Modifizieren Baugruppe Erdgeschoss. Als nächstes möchten wir der Elementbauwand noch eine Untergruppe geben. Ich aktiviere alle Bauteile dieser Wand. Wähle dann Modifizieren, Bauuntergruppe, neue Bauuntergruppe, Wand 1. Mit J können wir nun alles wieder einblenden. Nun kann ich sehr einfach über Ansicht, Element nach Attribut, Baugruppe die gewünschten Baugruppen und Untergruppen ein- und ausblenden. Wir aktivieren im nächsten Schritt einen Sparren, Ctrl A M für Material und blenden den Rest mit dem Stern aus. Ups, das war falsch. Nun kann ich mit der Tab-Taste auf der Tastatur wiederum die Auswahl drehen. Wähle nun unten in der Szene das Plus, eine neue Szene. Wähle hier Konstruktion und bestätige mit Enter. Ich blende alles wieder ein. Mit der Szene werden Sichtbarkeiten gespeichert. Mit einem Linksklick erhalte ich wieder die abgespeicherten Bauteile hier. Nur das Konstruktionsholz. Im nächsten Schritt möchten wir nun die Listennummern berechnen. Dazu aktiviere ich alle Bauteile. Bevor wir nun eine Bestellliste machen, können wir unter Modifizieren Rollingsabmessungen noch bestimmen, dass die Bauteile eine Überlänge von 50 mm und auf die nächsten 50 mm gerundet werden sollen. Wenn ich nun ein Bauteil anwähle unter Modifizieren, finde ich die Länge Real und die Länge Roh gerundet. Im CAD/WORK haben wir unter Exportieren Listen zwei Listentypen, die Stückliste und die Produktionsliste. Die Stückliste benutzen wir für die Bestellung, die Produktionsliste für Pläne, Listen und Maschinendaten. Ich wähle nun zuerst die Stückliste. Im ersten Schritt berechnen wir alle Nummern. Die Bauteile werden verglichen. Ich kann hier die Startnummer bestimmen, wähle OK und drücke auf Ausgabe, so wird die Liste ausgegeben. Ich definiere den Namen Autounterstand und kennzeichne die Liste noch mit SL für Stückliste. Die Liste wird dann geöffnet und zeigt mir die einzelnen Bauteile, die komplette Anzahl und auch eine Kubatur. Ich kann hier auch gut sehen, dass alle Längen auf 5 cm gerundet sind, wie wir es vorhin definiert haben. Ich schließe diese Liste, wähle nun für unsere Pläne die Produktionsliste, auch hier zuerst die Berechnung. Ich wähle die Startnummer 1, OK, und gebe die Liste aus. Auch hier vergebe ich den Namen und kennzeichne die Liste mit PL für Produktionsliste. Ich sehe auch hier wieder die einzelnen Bauteile. In dieser Liste werden nun aber die genauen Maße ausgegeben, welche für die Produktion nötig sind. Die zwei Nummern sehe ich, wenn ich ein Bauteil aktiviere.
Wir haben hier eine Produktionslistennummer und eine Stücklistennummer. Wenn ich einen zweiten Pfosten aktiviere, diese haben die gleiche Stücklistennummer, 19. Jedoch haben sie zwei unterschiedliche Produktionsnummern, weil dieser Pfosten hier eine Ausplattung für den Riegel bekommt. Mit J blende ich alles wieder ein. Nun möchten wir noch einen Plan über diese Elementbauwand machen. Ich aktiviere eine USB, wähle dann Ctrl A für dazu aktivieren, U gemäß Bauuntergruppe und blende mit Slash den Rest aus. Damit ich nun die Nummern sehen kann, mache ich diese oben unter Positionsnummer etc. sichtbar, wähle nun die X-Ansicht, wähle gestrichelter Modus, Komma 1. Mit Komma wird ein Clipboard erzeugt, welchen wir nachher im 2D einfügen können. Wechsle dann ins Y, Komma 2, ins Z, Komma 3 und in der Axonometrie, Komma 4. Für die Planausgabe öffne ich eine neue 2D-Datei, Rechtsklick, Neu, CADwork 2D, Autounterstand, CH Holzbau, OK. Ich wähle oben vorgängig Layer 1 zu 20 aus, schließen, füge nun mit der Taste 3 den Clipboard ein. Zuerst die Nummer 1, dann die Nummer 2, die Nummer 3. Mit O kann ich diese im 2D rotieren und mit der 4 am Schluss noch die Axonometrie. Nun kann ich die Wandschnitte noch korrekt unter und neben die Wand legen und so diese Wand vermaßen und beschriften für die Produktion. Nebst der manuellen Ausgabe einer solchen Wand mit dem Komma haben wir auch die Möglichkeit, diese mit Hilfe eines Assistenten auszugeben. Ich aktiviere dazu ein Bauteil der Wand, wähle dann Ctrl A U, um die ganze Wand dazu zu aktivieren gemäß Bauuntergruppe und blende den Rest mit Slash aus. Um die Wand automatisiert ausgeben zu können, müssen wir zuerst eine Wandhülle erzeugen. Damit diese automatisiert eingefügt werden kann, wähle ich zuerst die Schwelle an, unter Modifizieren, Elementbau, Eigenschaften definiere ich im Register Eigenschaften die Nummer 8. Die Schwelle soll als Elementbauschwelle dienen. Ich wähle OK. Nun kann ich die ganze Wand aktivieren, wähle unter Hilfe Funktionstasten, die Funktion Wandhüllen automatisch erzeugen. Ist diese noch nicht belegt, kann ich hier mit der Suchfunktion diese Funktion suchen und auf eine F-Taste belegen. Ich wähle nun auf der Tastatur F2 oder hier per Doppelklick. Werde nach einer Farbe gefragt, wähle 97 und erhalte so die Wandhülle über diese Wand. Die Wandhülle hat eine rote Seite. Dies ist die Referenzseite der Wand, die zuerst beplankende Seite. Diese ist nun falsch. Ich aktiviere die Wand, wähle Modifizieren, drehen Querachse, 180 Grad und so wird nun diese rote Referenzseite auf die richtige Seite gedreht. Nun kann ich die Wand aktivieren, wähle Exportieren, Planausgabe und finde hier neben der 2D-Ausgabe mit Komma, welche wir vorhin gebraucht haben, die Wandausgabe. Ich öffne kurz den Dialog, wähle hier Laden. Ich möchte diese Wand auf ein A2-Blatt kompakt ausgeben, wähle OK und betätige die Ausgabe Wand.
Die Abfrage nach den Bohrungen bestätige ich mit einem Rechtsklick, also Ja. Und Clipboard-Nummer kann ich auch mit Rechtsklick bestätigen, da die Nummer 1 bereits vorgeschlagen ist. Wechsle nach der Berechnung wieder ins zweite und kann hier die Ausgabe wie bereits die Komma-Ausgabe mit der Taste 3 im zweite einfügen. Sehe nun im Resultat die Ansicht der Wand inklusive der zwei Schnitte. Die Bemaßung ist bereits eingefügt. Unten sehe ich eine Axonometrie der Wand, die Liste und rechts den Planknopf mit den Angaben zur Wand inklusive auch dem Gewicht dieses Bauteils. Diese Wandausgabe kann sehr individuell den Bedürfnissen der Firma angepasst werden. Diese Einstellungen sind aber nicht Bestandteil dieses Lernvideos. Für Einzelbauteile haben wir eine automatisierte Planausgabe. Ich aktiviere dazu einen Sparren, den First Pfosten und einen normalen Pfosten, wähle dann Exportieren, Planausgabe, Einzelstück, wähle hier Ausgabe. Bestätige die Clipboard-Nummer 1 und füge den Export im 2D ein und erhalte so drei Pläne von meinen drei Bauteilen. Soweit wäre nun unser Autounterstand fertig für die Produktion. Nun könnt ihr, wenn ihr möchtet, natürlich auch noch eine Dachschalung oder eine Fassade einzeichnen.